Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's hier, das Slag, mit einem neuen Video zu GTA Online. Denn vor kurzem gab es ein neues Background-Update für GTA Online, mit dem einiges Neues passiert ist. Denn unter anderem wurden Bugs behoben, neue Gratisfahrzeuge auf die beiden Listen vom Casino und dem LSK mitgesetzt. Und außerdem gibt es ein super nices Update für alle von euch, die die UFOs 4, 7 und 9 nicht fotografieren konnten. Das sind ja nämlich die, die nur an einem Tag im Spiel waren. Und deswegen würde ich jetzt sagen, Video geht los. Viel Spaß dabei. Also vorgestern am Donnerstag, den 20. Oktober, erschien halt ein neues Background-Update für GTA Online, mit welchem wieder viele Fehler behoben worden sind. Eines der größten Probleme der letzten Tage war ja nämlich, dass es für einige Spieler große Probleme mit den UFOs gab. Es ist nämlich immer öfters passiert, dass einige Spieler nicht die UFOs am Nachthimmel von Los Santos sehen konnten, da sie einfach nicht gespawnt sind. Und das große Problem daran ist ja, dass es halt drei UFOs in diesem Event gibt, welche nur an einem Tag im Spiel waren. Man musste sie also am selben Tag fotografieren, andernfalls kann man nicht die super seltene UFO-Cap bekommen. Wie nun aber Testfan auf Twitter schrieb, wurden nun für jeden Spieler die UFOs 4, 7 und 9 als fotografiert markiert. Das heißt, solltet ihr es vielleicht nicht geschafft haben, die UFOs vom 16., 19. und 21. Oktober zu fotografieren, dann müsst ihr euch jetzt keine Sorgen machen, da diese UFOs jetzt halt für euch schon abgehakt worden sind. Ja, und das sind halt nun wirklich echt tolle Nachrichten, weil nun halt jeder von euch wieder die Chance auf die UFO-Cap hat. Für diese muss man ja nämlich jedes UFO einmal fotografieren. Und auch wenn du jetzt bis heute noch kein einziges UFO fotografiert hast, dann kannst du trotzdem noch jedes UFO fotografieren, da halt jedes UFO nochmal zurückkehren wird. Gerade siehst du ja aber auch gerade eine Liste, wann genau welches UFO nochmal auftaucht. Wenn ihr noch kein einziges UFO fotografiert habt, dann merkt euch einfach nur den 25. Oktober. Ab dort werden nämlich wieder die UFOs 1, 2 und 3 spawnen. Am Tag darauf die UFOs 5, 8 und 11 und so weiter, so dass ihr dann bis zum Ende des Monats jedes UFO einmal fotografieren konntet und dann auch die UFO-Cap bekommt. Also das ist halt wirklich eine nette Änderung seitens Rockstar Games, da sie halt selber erkannt haben. Obla, da haben wir wieder Mist gebaut, aber das haben die ja Gott sei Dank korrigiert. Aber das war's jetzt noch nicht mit den Änderungen. Nein, es gibt noch einiges weiteres zu berichten, denn außerdem wurde noch der tägliche UFO-Zyklus aktualisiert. Zusammengefasst kam es nämlich auch zu Problemen in Bezug auf die UFOs und wann sie wo zu finden sind. Ich habe so auch mit einem Zuschauer bei Instagram geschrieben, der das Problem hatte, dass bei ihm am Freitag noch das UFO von Donnerstag zu sehen war. Das Ganze hat Rockstar Games nun aber auch behoben, also sollte es jetzt wirklich keine Probleme mehr in Bezug auf dieses UFO-Event geben. Kommen wir jetzt zu einer weiteren Änderung, die mich persönlich sehr gefreut hat, denn man kann jetzt endlich wieder mit dem Caracara in die mobile Operationszentrale bzw. in die Avenger hereinfahren. Denn in der letzten Woche war der Caracara ja auch auf dem Podium, da habe ich ihn dann auch gewonnen, habe ihn dann bei Los Santos Customs getuned, aber irgendwas habe ich vermisst, nämlich die Designs, die der Caracara bietet. Die kann man nämlich nur im MOC bzw. in der Avenger anwenden, aber wenn man jetzt mit diesem Fahrzeug in den MOC gefahren ist, dann steckte man einfach in einem schwarzen Bildschirm fest, so lange bis man AFK aus der Sitzung geflogen ist. Kurzum, man konnte mit dem Caracara einfach nicht in den MOC herein, aber jetzt hat Rockstar Games diesen Fehler auch behoben und nun funktioniert wieder alles. By the way, wenn du übrigens in Zukunft immer auf dem neuesten Stand zu GTA Online sein möchtest, dann abonniere super gerne meinen Kanal oder teile das Video auch gerne mit deinen Freunden und Kollegen, denn jetzt geht's den Glitchern an den Kragen, denn Rockstar Games hat außerdem wieder einige Money-Glitches behoben, so zum Beispiel den Basis-Duplikations-Glitch und den LSK mit Sprint-Rennen-Merch-Glitch. Ich mache persönlich ja keine Money-Glitches, daher kann ich euch jetzt auch nicht erklären, was man da genau machen musste, aber vielleicht habt ihr diesen Glitch ja selber angewendet, dann wisst ihr ja, worum es ging und dann wisst ihr jetzt halt auch, jetzt geht's nicht mehr. Dann wurde aber auch noch ein Glitch für die Umgehung des Nachtclub-Güter-Cooldowns behoben, auch diesen Glitch habe ich nicht gemacht, aber den Namen nach zu urteilen, konnte man damit wohl den Cooldown umgehen. Außerdem wurde dann auch noch ein Glitch behoben, welcher es erlaubt hat, Open-Wheel-Fahrzeuge und das Oppressor Mark II in der Basis zu tunen. Denn ihr wisst es vielleicht, den Oppressor Mark II kann man zum Beispiel nur im Terabyte tunen und es sollte eigentlich nicht möglich sein, das in der Basis zu machen, aber deswegen hat Rockstar Games diesen Fehler nun auch behoben. Und dann wurde auch noch ein Duplikations-Glitch behoben, für welchen man die Einladungen zum Heist in ein Luxus-Apartment gebraucht hat. Aber auch hier same thing, habe ich nicht gemacht, deswegen kann ich euch das nicht weiter erklären. Zum Schluss gibt es dann aber auch noch ein paar neue Fahrzeuge für die kommenden Eventwochen auf den Podien oder Podiums vom LSK mit und vom Diamond Casino. Testfan sagt zwar selber, dass das nicht die einzigen Fahrzeuge auf der Liste sind, sondern halt nur die, welche nun neu dazugekommen sind. Neu zur LSK mit Liste hinzugefügt wurde jetzt der Viserys und ja, der ist tatsächlich noch am selben Tag im LSK mit erschienen, denn der Viserys ist ja der aktuelle Wagen vom LSK mit Podium. Dann gibt es jetzt aber noch drei neue Autos für die Diamond Casino Glücksradliste und keine Sorge, von denen ist noch keins erschienen. Zum einen steht nun der wirklich sehr, sehr schöne Komet SR auf der Liste. Das ist ein Sportwagen mit einem Normalpreis von 1,145 Millionen Dollar. Der Rebler GTS steht nun aber auch auf der Podiumsliste. Das ist ein SUV mit einem Normalpreis von 1,175 Millionen Dollar. Und das Schöne an diesem SUV ist, es gibt Designs für ihn, was ja nicht immer der Fall ist. Und zu guter Letzt steht dann auch noch der Baller ST auf dem Podium. Und das Ganze muss eigentlich ein schlechter Scherz sein, denn dieser Baller ST fährt auch genauso auf der Straße herum. Zwar gibt es jetzt für den Baller ST nun auch mittlerweile verschiedene Designs, aber an sich ist der Wagen einfach ein alter Schinken, den es, by the way, auch schon letztes Jahr, also 2021, im Weihnachtsupdate gratis für jeden Spieler geschenkt gegeben hat. Gut, Freunde,
Und alles in allem soll das jetzt aber auch mit dem neuen Update-Video zu GTA Online gewesen sein. Und wenn du möchtest, teile das Video mega gerne mit deinen Freunden und Kollegen. Und bis wir uns jetzt auch wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.